Willkommen zu Unverschleiert. Heute als Thema Krankenkassenprämien außer Kontrolle. Prämienanstieg von bis zu 30% erwartet. Positiv gilt sicher, dass sich die Schweizer Bevölkerung selber als gesund einstuft. Das geht aus einer Befragung von der Bundesamt für Statistik hervor. Rund 85% von allen Befragten haben dort nämlich gesagt, ihren Gesundheitszustand sei als sehr gut zu bewerten. Kehrseite von dem Ganzen ist, das Gesundheitswesen kostet uns so viel wie noch nie. 2017 sind das 82,5 Milliarden Franken gewesen. Und aktuell liegen ganz verschiedene Pläne im Bundesbern vor, die einiges an Diskussionsstoff mit sich bringen. Wenn wir die alle würden umsetzen, würde das bedeuten, mehr Kosten im Wert von 10 Milliarden Franken pro Jahr. Und wenn das alles müsste der Prämienzahler, wenn das alles sie müsste zahlen, würde das eben eine Prämienansteigung von rund 30% zur Folge haben. Action. Ja, schauen wir die Pläne einmal genauer an, die zu dem Prämienanstieg von bis zu 30% führen würden, wenn es denn umgesetzt wird. Da ist zum einen sicher der Ärztetarif. Da sind ja die Ärzte nicht einverstanden mit dem aktuellen Tarif, mit dem Darmed. Der würde ja regeln, wie viel Geld die Ärzte können in Rechnung stellen. Und die Ärzte argumentieren aktuell, sie werden mit dem jetzigen Tarif nicht fair entlohnt. Und darum hat sich der Ärzteverband dazu entschlossen, zum einen neuen Tarif zu formen und den beim Bundesrat zur Prüfung einreichen. Und das würde natürlich mehr Kosten zur Folge haben. Es geht aber auch weiter über teurere Medikamentenpreise. Die Pharmaindustrie hat 30 neue innovative Medikamente, die sie auf den Markt bringen möchten. Und die Preise von diesen neuen Medikamenten sind exorbitant hoch. Wir reden hier von Kosten pro Patient von rund 300'000 Schweizer Franken. Und da können Sie selber rechnen, was das ausmachen würde, wenn allein 100 Personen aus der Schweiz ein solches Medikament brauchen tut. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir mit der Pharmaindustrie zukünftig eine härtere Gangart einlegen, wenn es ums Verhandeln von derartigen Preisen geht. Und der dritte Punkt ist sicher noch der Lobbyismus, der in Bern betrieben wird. Krankenkassen gelten ja grundsätzlich als aggressive Interessensgruppe in Bern. Doch es sind eben auch ganz viele andere, die für ihre Interessen in Bern weibeln tun. Beispielsweise die Ärzte, beispielsweise die Spitäler oder auch die Pflegeheime. Und da wollen wir mal genauer anschauen. Sehen, da sind verschiedenste Interessensverbände am Werk, die für ihre eigenen Interessen möchten Politiker gewinnen. Und da wollen wir jetzt einmal genauer anschauen, wie viel Unterstützung haben denn die einzelnen Verbände von den Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Auf dem letzten Platz ist die Kassenlobby. Die kann auf rund 38 Mandatsträger zählen, die in irgendeiner Funktion neben dem Nationalrat für die tätig sind. Nachher kommt die Pharmaindustrie, die haben rund 30 Mandatsträger, die auf die Unterstützung zählen können. Und am schlimmsten unterwegs sind die Leistungserbringer, das sind die Ärzte, die Spitäler, Pflegeinstitutionen oder aber auch die Apotheken. Sie dürfen auf stolze und ganze 115 Parlamentarier zählen, die ihre Interessen in Bundesbern einbringen. Und das ist für mich ganz klar mit dem Grund, wieso dass wir einen Reformstau haben, wieso dass die Kosten explodieren und wieso dass die Leidtragenden immer Prämienzahler sind. Wir tun jetzt das noch ein bisschen weiter vertiefen. Wie sieht das im Parteienspiegel aus? Eine Partei hat ja immer eine Anzahl Sitz in Bundesbern. Jetzt kommt es aber noch darauf an, wie viele von diesen Sitzen haben so eine Lobbyfunktion inne, und das wollen wir anschauen in folgendem Ranking. Die SP ist auf Platz 1, die hat 56 Verbindungen ins Gesundheitswesen raus, wo sie sich für solche Interessensvertreter eben auch einsetzen tun. Auf Platz 2 ist die CVP-Fraktion. Dort sind von 43 National- und Ständeräten rund 56 mit solchen Mandaten ausgekleidet.
Und Platz 3 hat die SVP mit rund 50 Mandaten. Platz 4 ist dann die FDP mit rund 45 Mandaten. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass sich die Zahl abbaut. Und da wäre ich froh, wenn Sie auch im Herbst anschauen. Weil ich bin überzeugt, wir müssen wieder mehr Bevölkerung vertreten und nicht irgendwelche Lobbyorganisationen oder eben nur Interessensvertreter. Und jetzt schauen wir mal an, wie das auf Personen aussieht. Top 5 von denen, die am meisten Mandat im Gesundheitssektor haben. Gesundheitskosten stellen eine Hauptsorge unserer Bevölkerung dar. Und zwar vor allem die steigende Krankenkassenprämie. Viele Handwerker und Angestellte wissen nicht, bis Ende des Monats die Prämien zahlen sollen. Und es kann nicht sein, dass die Jahresprämie für eine Familie an Krankenkasse höher ausfällt als die Steuerrechnung. Das führt zu Problemen. Und da müssen wir aus der Politik Lösungen finden, um diese Herausforderungen eben zu meistern und das Problem zu entschärfen. Schauen wir doch einmal, wie die Krankenkassenprämien sich entwickelt haben seit der Einführung des neuen KVG 1996. Die Prämien sind wirklich fast explodiert. Sie haben sich nämlich mehr als verdoppelt. Frau und Herr Schweizer haben 1996 für die Grundversicherung durchschnittlich 173 Franken müssen zahlen. Für die genau gleiche Grundversicherung im Jahr 2014 hat man dann bereits rund 396 Franken müssen zahlen. Für 2019 sind zwar die Prämien nur 1,2% angestiegen, wenn man aber Experten befragen tut, dann gehen die ganz klar davon aus, dass sich da im nächsten und übernächsten Jahr wieder höher wird entwickeln, weil man hat da ein paar korrigierende Massnahmen erlassen und darum ist der tiefe Anstieg eigentlich zu erklären. Das heisst, wir müssen leider wieder mit erhöhten Anstieg rechnen, wie wir sie auch vorher bereits thematisiert haben. Und der Hauptgrund ist sicher die Demografie für den Anstieg. Eine immer kleinere Gruppe von Erwerbstätigen muss immer mehr Prämien zahlen für Leute, die eben nicht etwas daran angeben und vor allem für Leute, die noch nie selber einen Rappen in das System eingezahlt haben und das geht natürlich nicht. Der Mittelstand, habe ich bereits erwähnt, hat immer mehr Mühe, um diese Prämien zu finanzieren und vor allem, wenn man da anschaut, wie sind die Prämien im Verhältnis zu den Löhnen angestiegen, dem wird es wirklich ganz spannend. Und da zwischen 1996 und 2013 und das wollen wir jetzt machen. Die Löhne sind nämlich in dem Zeitraum nur um 22,67% angestiegen und die Krankenkassenprämie, die hat es verjagt im gleichen Zeitraum, die sind nämlich um rund 128% angestiegen und daraus resultiert ganz klar ein Gap. Und diese Zahlen schauen wir uns jetzt an. Statistiken aus dem Tagesanzeiger belegen eindrücklich, wir müssen handeln in diesem Bereich. Die Politik ist gefordert. Und dazu möchte ich verschiedene Massnahmen pushen, die ich auch prüfen möchte, um den in Bern allenfalls einzureichen. Das fängt damit an, dass man Systemänderung angeht bei der Entschädigung von Spitalärzten. Die sollen nicht mehr umsatzbeteiligt sein, das heisst, es werden vielleicht unnötige Operationen gemacht. Nein, die sollen mit einem Fixlohn entschädigt werden. Dann der zweite Punkt ist Medikamentenpreise. Die muss man mit der Pharmaindustrie besser verhandeln. Es kann nicht sein, dass die Schweiz einfach höhere Preise muss zahlen, nur weil wir in der Schweiz einen anderen Wohlstand haben. Ich glaube, da braucht es Politik, die einen Riegel schiebt. Dann ganz klar, der Einfluss von all diesen Interessensverbänden in Bern muss gesenkt werden. Das kann so nicht mehr weitergehen, weil die eine echte Reform verhindern. Ein anderer Punkt ist beispielsweise bei der Krankenkasse. Wieso müssen die jedes Jahr, wenn es um die Wechsel geht, grosse Werbekampagnen fahren? Ich kann
Preise auch auf einem Internetportal vergleichen und so einen Wechsel vollziehen. Die würden statt in die Werbung investieren, viel gescheiter in eine günstigere Prämie investieren. Ein anderer Punkt ist die Löhne von diesen Krankenkassen-CEOs. Müssen die so dermaßen hoch sein oder würde es auch mit weniger gehen? Auch da sollte man überprüfen, ob das noch richtig ist. Dann auch das Bonussystem der Krankenkassenverkäufer. Sollte man das nicht einmal überdenken oder auch mehr Transparenz ins Dunkle bringen? Das wäre sicher auch eine spannende Sache zum genauer anschauen. Und schlussendlich glaube ich auch, wäre eine echte Chance für den Gesundheitssektor Digitalisierung, beispielsweise elektronisches Patientendossier, damit eben mehr Aufwendungen nicht entstehen und so auch Kosten reduziert werden. Ja, das wären meine Massnahmen zu dem Thema. Die möchte ich weiter prüfen und allenfalls im September erste Sachen als Vorstöße einreichen. Das wäre es bereits wieder gewesen von Unverschleiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Wochen wieder dabei wärt. Danke vielmals und einen schönen Abend.